Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, ich darf Ihnen mitteilen, dass ich heute einstimmig im Parteivorstand der Neuen Volkspartei zum geschäftsführenden Bundesparteiobmann bestellt wurde und gleichzeitig auch damit zum Kandidaten für den Bundeskanzler in den Konsultationen dann mit dem Bundespräsidenten. Es ist für mich persönlich eine große Ehre, dass ich mit diesem Vertrauensvotum ausgestattet bin, dass ich die Obmannschaft für die Volkspartei jetzt leben darf. Ich sage das ganz bewusst, weil die Volkspartei als Bewegung für mich schon sehr lange eine ist, die mich immer fasziniert hat und es tatsächlich ein Privileg für mich ist, jetzt diese neue Volkspartei anführen zu dürfen. Die Volkspartei hat eine große Bedeutung in Österreich. Wir stellen 2/3 aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und 6 von 9 Landeshauptleuten. Das heißt, wir sind in der Breite der Gesellschaft, in der Breite Österreichs vertreten, um Politik für die Österreicherinnen und Österreicher und Menschen, die in Österreich leben, tatsächlich zu machen. Die Volkspartei zeichnet aus, dass sie wertegeprägt ist. Die Volkspartei zeichnet aus, dass sie eine Partei, eine Bewegung ist, die in die Zukunft hinein arbeitet, ohne auf das Fundament der Werte zu vergessen. Politik aktiv zu gestalten ist unser Selbstanspruch und ich habe großen Respekt vor der Entscheidung von Sebastian Kurz, der den Weg für mich als neuen Obmann der Volkspartei freigemacht hat, der in seiner Zeit als Bundesparteiobmann der neuen Volkspartei unglaublich viel geleistet hat. Und das lässt sich daran bemessen, wenn man sich die Erfolge tatsächlich auch im Detail anschaut. Die Volkspartei ist in seiner Obmannschaft tatsächlich wieder Volkspartei geworden. Es ist uns und ihm gemeinsam gelungen, wieder Menschen zu erreichen, die sich schon davor lange von der Volkspartei abgewandt haben. Die Sozialpolitik der Volkspartei hat sich in seiner Zeit als Obmann massiv hin zu den Menschen gerichtet, die oft vom Leben nicht bevorzugt sind. Wenn ich an die Pensionistinnen und Pensionisten denke mit kleinen Pensionen, wenn es um die Entlastung von Geringverdienerinnen und Geringverdienern geht und wenn wir daran denken, dass wir jetzt auch richtungsgebend mit unserem Koalitionspartner die ökosoziale Steuerreform auf den richtigen Weg gebracht haben. Gleichzeitig war auch in seiner Zeit als Obmann und ist auch für mich als neuen Obmann der Volkspartei wichtig, dass wir unsere Linien halten, dass wir klar sagen, was notwendig ist, wenn es um die Frage Asyl und Migration geht, wenn es um die Frage der Sicherheit für die Menschen in unserem Land geht. Für mich sind 3 Grundwerte in der Volkspartei besonders wichtig und sie sind vor allem Grundwerte, die in der heutigen Zeit eine größere Bedeutung haben denn je. Verantwortung, Solidarität und Freiheit. Die Freiheit ist ein ganz zentraler Begriff in einer Demokratie und sie zeichnet freie Rechtsstaaten aus, dass Bürgerinnen und Bürger unabhängig ihrer Neigungen sich frei entfalten können. Aber Freiheit ist ein kostbares Gut, denn die eigene Freiheit sollte dort enden, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und die Freiheit heißt es auch, eine Entscheidung zu treffen, nämlich solidarisch zu sein mit einer Gesellschaft, aufeinander aufzupassen. Solidarität ist einer der Grundwerte der christlich-sozialen Philosophie und zeigt sich gerade in Zeiten der Krise. Füreinander da sein, füreinander einstehen,
aufeinander aufpassen und mit der Solidarität auch dafür zu sorgen, dass wir die Freiheit, die wir alle so sehr lieben, auch wieder zurückbekommen können. Und da geht es um das Thema Verantwortung. Sie wissen, in den letzten Wochen, Monaten der Pandemie, oft zitiert, oft gebraucht, die Eigenverantwortung. Aber die Eigenverantwortung ist in Wahrheit das Grundsymbol von Freiheit. Und wenn wir an die letzten Wochenenden denken, wo wir Demonstrationen gesehen haben, wo Menschen, die gerade jetzt von der Pandemie auch besonders belastet sind und ihren Unmut ausgedrückt haben, haben sie dann ganz oft Schilder in der Hand gehalten, wo Freiheit draufsteht. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz ein zentraler Punkt. Wir alle gemeinsam haben es in der Hand, die Freiheit für uns alle wieder zurückzuerlangen. Und wodurch wird die Freiheit eingeschränkt? Durch das Virus. Nicht durch politische Agitation, nicht durch parteipolitische Entscheidungen, sondern aufgrund dessen, dass uns das Virus, das Coronavirus, schon viel zu lange belastet, einschränkt und es jetzt einfach notwendig macht, dass wir dieses Zusammenstehen mit Leben erfüllen, dass wir einen Grundsatz leben, der heute schon immer wieder tendiert, in Vergessenheit zu geraten, nämlich dass Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit eines bedingt. Wir alle, die in unserem geliebten Land leben, haben gemeinsam Rechte, aber eben auch Pflichten. Sie gehören zusammen. Und es ist jetzt Recht und Pflicht, gemeinsam, gerade von uns auch, als politisch Verantwortlichen dafür zu sorgen, dass wir das Virus einschränken, dass wir das Virus dorthin verbannen, wo es hingehört, nämlich in eine Ecke, sage ich ganz bewusst, der Republik, wo sie uns nicht weitaus das Virus selbst gefährlich wird, nicht einschränkt und freiheitsbeschränkende Maßnahmen notwendig macht. Ich danke dem Bundesparteivorstand für das Vertrauen, das er mir einstimmig und in einer wertschätzenden und wohlwollenden Diskussion geschenkt hat. Ich danke Sebastian Kurz nochmal dafür, dass er so fürsorglich und wohlwollend auch, sage ich ganz bewusst, für die Volkspartei, für einen guten Übergang gesorgt hat und für all das, was er vor allem für die Volkspartei in den letzten Jahren geleistet hat. Und ich danke ganz besonders auch Alexander Schallenberg. Alexander Schallenberg war bereit, in einer sehr herausfordernden Situation Verantwortung für dieses Land zu übernehmen, im wahrsten Sinne des Wortes der Republik zu dienen. Und dafür bin ich ihm persönlich sehr, sehr dankbar. Gleichzeitig mit dem Beschluss für mich als Obmann der neuen Volkspartei wurde auch beschlossen, dass wir Maßnahmen setzen, um auch die Regierung, das Regierungsteam der Volkspartei, neu zu gestalten. Es wurde auch das im Bundesparteivorstand einstimmig abgestimmt mit den jeweiligen Verantwortungsträgern. Und jetzt beginnen dann die Konsultationen mit dem Bundespräsidenten. Und das sind meine Vorschläge für das neue Regierungsteam. Für das Finanzministerium Magnus Brunner, für das Bundesministerium für Inneres Gerhard Karner, für den großen Themenbereich Bildung und Wissenschaft Martin Polaschek. Es wird von mir aus auch eine Neuerung geben. Wir werden den Staatssekretär, der derzeit angesiedelt ist, im Verkehrsministerium zum Bundeskanzleramt holen. Und ich freue mich sehr, dass ich eine wertvolle Unterstützung als Kanzler bei vielen Themen durch eine Staatssekretärin erhalten werde, durch Claudia Blackholm. Und das Außenministerium wird von dem Mann besetzt, der aus meiner Sicht ein herausragender Außenminister war und wieder sein wird, Alexander Schallenberg. Das sind die Vorschläge, die ich mit dem Bundespräsidenten diskutieren werde.
Es ist ein gutes, ein ambitioniertes Team. Allen, die bisher in Funktionen der Volkspartei waren und es dann nicht mehr sind, ein großes, großes Danke. Ich habe ein gutes und intensives Gespräch gehabt mit Heinz Fassmann, der von sich aus an mich herangetreten ist und gesagt hat, wenn ich denn neuer Obmann werde, dann will er mir die Freiheit geben, auch neu zu gestalten in einem ganz wesentlichen Bereich, nämlich Bildung und Wissenschaft. Und er ist auch derjenige, der dafür gesorgt hat, dass gerade dieses Thema so gut und so klar aufgehoben war in dieser Republik. Und ich freue mich, mit dem Rektor Martin Polaschek der Uni Graz einen würdigen Nachfolger gefunden zu haben. Und wir sind da in enger Abstimmung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, all das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, habe ich auch mit dem Vizekanzler der Republik, Werner Kogler, besprochen. Wir sind hier in einer sehr vertrauensvollen und engen Abstimmung. Unser Ziel ist es jetzt, die Gespräche beim Bundespräsidenten möglichst rasch zu führen. Aufgabe von uns allen ist es, weiter daran zu arbeiten, dass wir die Folgen der Pandemie, des Coronaviruses bekämpfen und unsere Freiheit wieder gemeinsam zurückerlangen können. Das erfordert eben ein rasches Handeln auch der Regierung. Mit dem Bundespräsidenten wird dementsprechend schon nach Terminen gesucht. Vielen Dank.